1. Oktober 1996, kurz vor Mitternacht. Zwei Männer warten auf einen Frankfurter Unternehmer. Aber sie stehen nicht in seinem Terminkalender. Sie sitzen in einem gestohlenen Auto, maskiert und bewaffnet und zu allem entschlossen. Es kommt zu einem blutigen Kampf. Dann verschwinden die Täter mit ihrem Opfer in der Nacht. In wenigen Minuten wird aus einem angesehenen Geschäftsmann, einem geliebten Freund und Sohn und Bruder, eine Geisel. Und nur so hat ihn die Öffentlichkeit dann kennengelernt, als Foto, das durch alle Medien ging. Der Fall Jakob Fischmann. Wer ist dieser Mann, um dessen Leben bald ganz Deutschland bangen wird? Knapp ein halbes Jahr nach der Remsma-Entführung. Dass Jakob Fischmann einer der reichsten Männer Frankfurts ist, weiß bis zu diesem 1. Oktober kaum jemand in der Stadt. Die Familie lebt zurückgezogen. Nach dem Krieg hat der Vater mit Elektronikgeräten gehandelt, ein Familienimperium aufgebaut, das nun Sohn Jakob leitet. Jakob beliebt, bescheiden, hilfsbereit. Niemand, der Schlagzeilen macht. Die Täter aber wissen offensichtlich sehr genau, wen sie da in einen Hinterhalt gelockt und entführt haben. Die Ermittler dagegen sind zunächst völlig ratlos. Also am Anfang habe ich Vernehmungen durchgeführt, auch von der Lebensgefährtin des Herrn Fischmann, um natürlich auch, ich sag mal, in allen Richtungen irgendeine Motivlage zu finden. Aus familiären oder beruflichen oder sonstigen Bekanntenkreisen, um auch bestimmte Dinge auszuschließen. Und dadurch ist natürlich auch ein bestimmter Teil des Lebens des Herrn Fischmann aufgerollt worden. Und das bewegt einen auch umso mehr, wenn man mitbekommt, dass wirklich ein Mensch, der sehr beliebt ist und der mitten im Leben stand, aufgrund der Tatsache, dass er Geld hat und die Familie erfolgreich ist, Opfer einer solchen Tat geworden ist. Am 2. Oktober ruft Jakob Fischmann in seiner Firma an. Er sei entführt worden. Die Täter verlangten 3,5 Millionen Mark für seine Freilassung. Sein letztes Lebenszeichen. Dann nur noch einmal seine Stimme vom Band. Das ist eine Tonkassette. Ein persönlicher Anruf von mir ist den Leuten zu gefährlich. Sie erhalten einen Anruf hinsichtlich der Geldübergabe. Wenn die Polizei eingeschaltet ist, wird die Übergabe sofort abgebrochen und ich bin tot. Fischmann ist zu diesem Zeitpunkt schon schwer verletzt. Die Ermittler erkennen es an seiner Stimme. Auch die abgerissene Armbanduhr und die Blutspuren in seinem Auto erzählen die Geschichte eines brutalen Kampfes. Auch im Auto der Entführer Kampfspuren. Fischmann, sportlich und selbstbewusst, hat sich heftig gewehrt und seine eigene Visitenkarte als Spur gelegt. Die Entführer melden sich bei Jakobs Bruder Georg. Dem wird rasch klar, es sind dieselben Entführer, die vor 5 Jahren schon seinen Sohn und dessen Schulfreundin verschleppt hatten. Die Kinder kamen damals zwar wieder frei, aber die Täter konnten entkommen. Jetzt haben sie Jakob in ihrer Gewalt. Zum zweiten Mal ist die Familie Opfer derselben Verbrecher. Das war für uns vom Kriminalistischen her schon eine sehr besondere Ausnahmesituation, weil es eigentlich keiner glauben konnte, dass wir es hier mit Serienentführern zu tun hatten. Es gibt in der Bundesrepublik in den letzten Jahren auch Serienentführungen, aber mit dieser Deutlichkeit, mit dieser Dramatik auch für die Opfer, wie wir es da erlebt haben, ist das sicherlich ein sehr besonderer Ausnahmefall. Aber wer sind die Entführer? Wer ist so kaltblütig, eine Familie zweimal in Todesangst zu versetzen? Eine außergewöhnlich komplizierte Ausgangslage für die Ermittler. Und noch immer kein neues Lebenszeichen von Jakob. Trotzdem fordern die Täter in einem Erpresserbrief 3,5 Millionen Mark, abzulegen an einer Schallschutzmauer einer Autobahn in der Nähe. Die Übergabe scheitert. Es fehlt der versprochene Beweis, dass Jakob noch am Leben ist. Aber die Täter hinterlassen neue Spuren, die später eine wichtige Rolle spielen werden. Die Entführer fordern jetzt 4 Millionen. Übergabe auf der A3, Kilometer 132. Die verzweifelten Fischmanns deponieren das Geld, auch wenn sie immer noch nicht wissen, ob Jakob lebt. Obwohl das LKA vor Ort ist, entkommen die Täter mit dem Geld. Immerhin,
Die Beamten machen eine verblüffende Entdeckung. Ein Geländewagen mit polnischem Nummernschild fährt auf den Parkplatz, verlässt ihn aber mit einem Offenbacher Kennzeichen. Dessen Halter ist kein Unbekannter. Durch diese eigentlich Zufallsfeststellung, die wir getroffen haben, kamen wir auf den Namen Körpen und da liefen natürlich dann die Ermittlungen in diese Richtung auf Hochtouren. Rainer Körpen, die Zufallsentdeckung, ist ein Volltreffer. Totschlag, Raub, Körperverletzung. Sein Vorstrafenregister lässt nichts aus. Und der Name Körpen steht auf der Gehaltsliste des Entführten. Körpens Frau Renate arbeitet bei Fischmanns seit 10 Jahren. Die Soko ist alarmiert. Um Jakob Fischmanns Leben nicht zu gefährden, wird Körpen nur observiert. Erst als im Garten seiner ahnungslosen Eltern das Lösegeld ausgegraben wird, schlägt das LKA zu. Die 4 Millionen in Tausendern fast unangetastet. Nur 2 Scheine fehlen. Aber auch die tauchen bald wieder auf. Festgenommen Vater und Sohn, Rainer und Sven Körpen. Der Vater belastet sofort den Sohn, will ihm nur beim Vergraben des Lösegelds geholfen haben. Wie ein besorgter Vater eben. Genauso fürsorglich wie zu seiner Frau Renate, hatte er ihr doch gerade erst zum Geburtstag einen 1000-Markschein geschenkt. Jetzt ist ihr Mann als Entführer ihres Chefs in den Schlagzeilen. Flucht nach vorn. Rainer, du hast nichts mehr zu verlieren. Und sag, wo der Herr Fischmann ist. Und wenn er auch nicht mehr lebt, das muss ein Ende haben. Das Schlimme, die schlimme Tatsache oder die lange Zeit, es muss ein Ende haben, auch für die Familie Fischmann. Und wirklich, die Familie Fischmann hat uns nichts getan. Auch meinem Mann ist es ja immer gut gegangen durch mein Einkommen im Hause Fischmann. Doch Rainer Körpen schweigt eisern. Und eine gigantische Suchmaschinerie stochert im Nebel. Wo ist Jakob Fischmann? Friert er? Leidet er? Lebt er überhaupt noch? Die Medien sind informiert worden und berichten jetzt rund um die Uhr. Jede verfügbare Kraft ist im Einsatz. Tornados mit Wärmebildkameras donnern über den Taunus. Nichts, keine Spur. In dieser dramatischen Situation setzen die Ermittler auf die Vernehmungen von Sven Körpen. Als er von den Beamten erfährt, dass sein Vater ihn schwer belastet, packt er aus. Nach und nach. Die Situation beim Sven Körpen war die, dass er zunächst mal versucht hat, seine eigene Tatbeteiligung möglichst gering zu halten, am Anfang sogar völlig abgeleugnet hat. Es hat also Stunden gedauert, bis er sich dazu eingelassen hat, dass er in irgendeiner Weise überhaupt mit dem Fall zu tun hatte. LKA-Ermittler Wilfried Fehl hat alles wieder vor Augen. Wie Sven Körpen ein bestimmtes Waldgebiet im Hintertaunus beschreibt, wie sie ihn dorthin bringen, um ihn aus der Reserve zu locken, um endlich Gewissheit zu bekommen, was ist mit Jakob Fischmann geschehen. Nach und nach gibt Sven Körpen Hinweise, wo er ihn mit seinem Vater hingebracht haben will, lebend. Wilfried Fehl sucht die Stelle, an der Spürhund Fedo angeschlagen hatte. Kaum getarnt, unter etwas Erde und Moos und hastig abgerissenen Fichten, fand er damals einen Körper. Das Erdreich war etwas ausgehoben und da lag er bäuchlings, den Kopf in diese Richtung. Er trug eine Krawatte, die mir vorgegeben war. Das ist die Krawatte. Dann das Jackett, vorgegeben mit den goldenen Knöpfen. Das ist das Jackett. Dann ein Schal, das ist der Schal. So dass ich zunächst mal von der Bekleidung ausgehen könnte, es ist der gesuchte Fischmann. Schläge mit einem stumpfkantigen Gegenstand auf Kopf und Genick. Das vermerkt der Obduktionsbericht als Todesursache. Die Hiebe haben die Halswirbel durchtrennt. Jakob Fischmann wird bewegungsunfähig, aber nicht gefühllos. Er stirbt qualvoll langsam. Mit blutverkrustetem Mund und ohne Schuhe. Die Nachricht stürzt die Familie in tiefes Unglück und die Öffentlichkeit in fassungsloses Entsetzen. Die Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof in Frankfurt wird zu einer Demonstration der allgemeinen Anteilnahme. Es war das erste Mal nach dem Krieg, dass man diese Wand wieder hochgehoben hat. Das war die größte Beerdigung, die ich je hier erlebt habe. Da wurden Lautsprecher aufgebaut draußen und hier draußen. Und die Leute standen hier und auch hinten, der Hof war voll,
von Leuten. Also das ist unbeschreiblich. Das, wie gesagt, das habe ich noch nicht erlebt hier. Man hat gemerkt, die Leute sind nicht nur aus Neugierde gekommen, sondern die nehmen Anteil an der Beerdigung. Also es war schon tragisch. Er muss sehr beliebt sein, auch gewesen sein bei den Geschäftspartnern. Denn da haben Leute gesprochen aus Japan, sind gekommen, mit denen er geschäftliche Verbindung und haben gesprochen. Und mit der Beerdigung war es nicht zu Ende, mit Ende der Beerdigung, sondern Tage, Wochen danach sind noch Leute gekommen und haben nach dem Grab gesucht und haben Steine hingelegt. Jakob Fischmann wird neben seinem Vater beerdigt, einem Überlebenden des Holocaust. Aber wer hat Jakob Fischmann ermordet? Mein erster Eindruck war, dass derjenige, der als Täter in Frage kommt, schon mit einer unheimlichen kriminellen Energie hier vorgegangen sein muss. Was sich ja später dann auch bestätigt hat. Also ich möchte von mir aus behaupten, dass ich in meiner langjährigen Erfahrung, und das sind über 30 Jahre im Bereich Tötungsdelikte, eine Person als Täter mit einer solchen kriminellen Energie ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, vorher. Und auch bis heute noch nicht. Wie kaltblütig und brutal ist einer, der von einer verzweifelten Familie 4 Millionen Mark erpresst, obwohl das Opfer längst grausam erschlagen im Wald liegt. Durch die Aussage des Sohnes wird der Vater zum Hauptverdächtigen. Der, gelernter Anstreicher, führt seit über 20 Jahren ein Doppelleben. Bieder und bürgerlich zu Hause, in Wahrheit ein Gewaltverbrecher. Er betrügt und raubt, erschießt einen Zuhälter und kommt doch immer irgendwie davon. Also wenn man diese Gegensätze einmal sieht, dann spiegeln die doch die gesamte Charakterbreite, um es mal neutral auszudrücken, dieses Mannes wieder. Ja, das ist außergewöhnlich, das hat man selten. 1967. Bilder aus scheinbar guten Tagen. Körpen mit seiner ersten Frau Johanna. Da ist sie 17 und schwanger. Tochter Christiane und Sohn Sven werden geboren. Körpen schlägt seine Frau und betrügt sie. Kurz nachdem er eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen hat, liegt sie tot in der Badewanne. Mit Würgemalen am Hals. Die kämen von seinen Wiederbelebungsversuchen, gibt Körpen an. Seine beiden kleinen Kinder benutzt er als Zeugen. Er hat die Kinder, also auch den Sven, als er noch ein Kind war, von einer Faschingsfeier abgeholt, ist mit ihnen dann nach Hause gegangen, wissend, in der Badewanne liegt die tote Mutter. Und hat dann mit den Kindern die Tür aufgemacht und so ungefähr gesagt, ach, um Gottes Willen, was denn hier passiert, ne? Das ist schon, das muss man erstmal fertig bringen, sowas zu machen mit den eigenen Kindern. Ne? Körpen leugnet hartnäckig. Er erfindet immer neue Erklärungen für die Würgemale, die Blutergüsse, die Schädelverletzung. Und tatsächlich wird er 1977 nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Und die Lebensversicherung kassiert er obendrein. Sven hat nie glauben können, dass der Vater der Mörder seiner Mutter ist. Thank you.